Hey, liebe True Crime Fans, herzlich willkommen zurück auf meinem Channel. Toll, dass ihr wieder einschaltet. Bei mir gibt's regelmäßig neue Kriminalfälle, also seid gespannt auf die heutige Episode. Falls ihr neu seid, zögert nicht, den Abonnieren-Button zu klicken und die Benachrichtigungen mit Glocke zu aktivieren, damit ihr keine meiner spannenden Videos verpasst. Heute packen wir ein heißes Eisen an. Seid bereit für jede Menge Insights. Doch zunächst eine Triggerwarnung. Wenn du empfindlich reagierst, bitte schau unbedingt vorher in die Videobeschreibung. Leute, wenn ihr bereit seid, dann geht's jetzt auch schon los. Wir schauen wieder in die dunkelsten Ecken der menschlichen Seele. Roy McCaleb macht allmähliche Fortschritte bei der Genesung einer Rückenblessur, die er sich während seiner beruflichen Tätigkeit zugezogen hat. Nach seiner Operation am Rücken trugen Schmerzmittel dazu bei, dass er sich entspannen konnte. Doch das Verlangen einer unbekannten Person geht weiter, als nur Roy McCalebs Schlaf zu stören. Diese zielt darauf ab, sein Leben zu beenden. 22. September 1985, Houston, Texas. In einer Gemeinde in Houston, Texas, befindet sich Carolyn Grisan Wilson allein in ihrem Schlafzimmer, als plötzlich Schüsse zu hören sind. Während ihr Gatte Roy in jener Nacht im Nebenzimmer schlummerte, stieß Carolyn, als sie den Flur entlang ging, auf einen Eindringling im Inneren ihres Hauses. Der Eindringling ließ seine Schusswaffe fallen und flüchtete aus dem Haus ins Freie. Carolyn griff nach der heruntergefallenen Waffe und gab 2 bis 3 Schüsse auf den fliehenden Mann ab. Ihre Schüsse gingen fehl und der Eindringling konnte entkommen. Sie eilte zu ihrem Mann und fand ihn blutüberströmt im Bett liegend vor. Sie entdeckte, dass er angeschossen worden war. Sein Sohn Elton und seine Tochter Pam eilten ins Krankenhaus in der Hoffnung zu erfahren, was geschehen war. Doch dort konnte man ihnen lediglich die traurige Nachricht übermitteln, dass ihr Vater erschossen worden war. Sie waren schockiert und fassungslos. Es musste sich um einen Irrtum handeln, denn ihr Vater war ein Mensch, der von allen sehr wertgeschätzt wurde. Sie standen vor einem Rätsel. Wer hätte ihren geliebten Vater töten wollen? Roy McCaleb erblickte am 3. September 1934 im US-Bundesstaat Texas das Licht der Welt. Nach seiner Rückkehr aus dem Koreakrieg fand Roy McCaleb seinen Weg in das Bauwesen, wo er sich durch Engagement und Können zum Rang eines Bauleiters emporarbeitete. Im Jahr 1956 gab Roy McCaleb seiner ersten Frau das Jawort. Aus dieser Ehe gingen 3 Kinder hervor. 2 dieser Kinder waren von einem seltenen genetischen Defekt betroffen und waren daher auf den Gebrauch eines Rollstuhls angewiesen. Das Leben stellte sich für Roy McCaleb und seine Frau als schwierig heraus, angesichts der Herausforderungen, die mit der Pflege ihrer 2 im Rollstuhl sitzenden Kinder verbunden waren. Die Ehe hielt den Belastungen nicht stand und so kam es 1978 zur Scheidung. Jahre nach der Scheidung traf die Familie ein weiterer Schicksalsschlag, als Roys Tochter Bridget den Komplikationen, die mit ihrem gesundheitlichen Zustand einhergingen, erlag. Roys jüngste Tochter Pam hatte geheiratet, doch Elton, aufgrund seiner Behinderung auf Unterstützung angewiesen, wohnte noch im Haushalt seines Vaters. Es war gewiss kein leichtes Unterfangen, als Alleinerziehender für Elton zu sorgen und gleichzeitig einer Vollzeitarbeit nachzugehen. Trotz dieser Herausforderungen war von Roy McCaleb nie eine Klage zu hören. Elton und er teilten nicht nur ein Zuhause, sie waren auch die besten Freunde. Eines Tages begegnete Roy McCaleb Carolyn Wilson, die in der Personalabteilung seines Unternehmens tätig war. Sie übte von Anfang an eine große Anziehung auf ihn aus. Roy war regelrecht von ihr eingenommen. Sie begannen eine Romanze und wenig später zog Carolyn Wilson zu Roy ein. Im Jahre 1984 gaben sich Roy und Carolyn das Jawort. Roy McCaleb war niemals allein, denn sein Sohn Elton lebte stets bei ihm. Dennoch war er überglücklich, Carolyn an seiner Seite zu wissen. Im September 1985 sah sich Roy McCaleb erneut mit einem schweren Rückschlag konfrontiert. Während seiner beruflichen Tätigkeit erlitt er eine Rückenverletzung, die eine operative Behandlung erforderlich machte. Die Operation verlief erfolgreich und er begann zu Hause mit der Genesung.
Es war zu erwarten, dass er bald wieder auf den Beinen sein würde. Doch jemand schien entschlossen zu sein, dass dieser Moment nicht eintreten sollte. Auch Roy McCalebs Schwägerin eilte zum Krankenhaus. Sie war bestürzt angesichts der schrecklichen Nachrichten. Sie traf gerade rechtzeitig ein, um zu beobachten, wie Roys Leichnam auf einer Bahre weggetragen wurde. Die Familie von Roy befand sich in einem Zustand der Verwirrung und des Unverständnisses. Sie fragten sich, warum Carolyn nicht im Krankenhaus geblieben war, bis sie eintrafen. Also beschlossen sie, zu ihrem Haus zu fahren, um nachzusehen, wie es ihr ging. Die Situation für die Familie sollte sich nicht zum Besseren wenden. Carolyn Wilson saß in der Küche und schilderte den ermittelnden Beamten die verworrene Geschichte eines barfüßigen Vergewaltigers, der ein Messer bei sich trug. Sie gab an, dass sie die Türen des Hauses verriegelt hatte, bevor sie zu Bett ging. Des Weiteren berichtete sie, dass sie bei ihrem Mann im Gästezimmer vorbeischaute, um ihm noch eine gute Nacht zu wünschen. Carolyn erzählte, dass sie bereits im Bett lag, als unvermittelt ein Mann, der barfuß war, ihr Zimmer betrat. Der Eindringling bedrohte sie, indem er ihr ein Messer an die Kehle hielt. Er drohte ihr mit dem Tod, falls sie sich nicht seinen Forderungen fügen werde. Dann zwang er sie unter dieser Bedrohung zu sexuellen Handlungen und vergewaltigte sie. Er bemerkte auch die Waffe, die Carolyn Wilson sicherheitshalber unter ihrem Kissen versteckt hatte, und nahm diese an sich. Gelähmt vor Angst war sie unfähig, sich zu rühren oder irgendeine Form von Widerstand zu leisten. Plötzlich wurden ihre panischen Gedanken von Schüssen durchbrochen, die im Haus widerhallten. Getrieben von der Sorge rannte sie in den Flur, wo sie den flüchtigen Eindringling erblickte. In der Eile verlor der Eindringling die zuvor entwendete Waffe, welche Carolyn daraufhin aufhob. Instinktiv gab sie zwei Schüsse auf den Flüchtigen ab, verfehlte ihn jedoch beide Male. Nachdem der Eindringling entkommen war, eilte sie zu ihrem Ehemann und fand ihn, von Schüssen getroffen, blutend vor. Als die Ermittler das Haus untersuchten, fanden sie keinerlei Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen. Darüber hinaus konnten die Ermittler keinen Zeugen finden, der verdächtige Aktivitäten oder Eindringlinge bemerkt hatte. Ein barfüßiger Mann, der davonlief, nachdem Schüsse gefallen waren, doch niemand konnte dies bezeugen. Die Ermittler bestanden darauf, dass Carolyn Wilson einer medizinischen Untersuchung unterzogen werden sollte, um weitere Beweise zu sichern. Jedoch behauptete sie, bereits geduscht zu haben, was das Sammeln von Beweismaterial erschweren könnte. Roys erwachsene Kinder, Elton und Pam, waren verwirrt, dass Carolyn nach einem so grausigen Angriff sehr beherrscht wirkte. Carolyn Crisan Wilson kam am 21. Dezember 1941 zur Welt. Auch Carolyn hatte bereits eine Ehe hinter sich, die jedoch nicht Bestand hielt. Aus ihrer ersten Ehe gingen zwei Söhne hervor. Als Carolyn Roy begegnete, war er ein erfolgreicher Mann mit einem attraktiven Haus und sie zog rasch bei ihm ein. Gegenüber Roy war sie liebevoll und freundlich, zeigte sich aber distanziert und kühl im Umgang mit seinem Sohn. Carolyn äußerte wiederholt Unbehagen angesichts Eltons Behinderung und zeigte augenscheinlich wenig Bereitschaft, ihm Hilfestellung zu leisten. Elton hegte eine starke Abneigung gegen sie. Carolyn brachte oft Missfallen bezüglich Eltons Behinderung zum Ausdruck und demonstrierte anscheinend keinerlei Interesse daran, ihm beizustehen. Elton empfand wenig Zuneigung für sie und mochte sie überhaupt nicht. Bevor Carolyn in ihr Leben trat, bestand die Familie ausschließlich aus Vater und Sohn, die ein enges Verhältnis zueinander hatten und gemeinsam viel Freude erlebten. Mit dem Einzug einer neuen Frau in das Haus begann sich Elton überflüssig und ausgeschlossen zu fühlen. Elton war verärgert darüber, dass sein Vater Carolyns schlechtes Benehmen ihm gegenüber zu übersehen schien. Als Elton von der geplanten Hochzeit seines Vaters mit Carolyn erfuhr, war er alles andere als erfreut und verweigerte die Teilnahme an der Zeremonie. Er öffnete sich nur gegenüber seiner Schwester Pam, die ebenso eine Abneigung gegen Carolyn hegte und entsetzt war über den Umgang Carolyns mit Elton. Auch Pam entschied sich daraufhin, der Hochzeit fernzubleiben.
Elton und Pam hegten die leise Hoffnung, ihren Vater vielleicht noch von seinen Heiratsplänen abbringen zu können. Doch dieser Versuch blieb erfolglos. Elton konnte die Situation nicht länger ertragen und entschied sich, das Haus seines Vaters zu verlassen. Vielleicht hätte sich der weitere Verlauf der Ereignisse anders gestaltet, wenn er geblieben wäre. Am 25. September 1985, 3 Tage nach dem Mord, trat Carolyn Crisan Wilson mit der Behauptung an die Öffentlichkeit, sie sei vor dem Tod ihres Mannes bereits Opfer einer Vergewaltigung geworden. Sie machte dabei denselben barfüßigen Mann, den sie bereits zuvor beschrieben hatte, für die Tat verantwortlich. Sie berichtete, dass sie etwa 10 Tage zuvor an einer Kreuzung angehalten hatte, als sich ein barfüßiger Mann gewaltsam Zutritt zu ihrem Auto verschaffte. Er richtete ein Messer auf sie und nötigte sie, in eine einsame Gegend zu fahren, wo er sie anschließend vergewaltigte. Carolyn gestand den Reportern gegenüber, dass sie den Vorfall nicht bei der Polizei gemeldet habe, um ihrem Mann Leid zu ersparen. Sie begründete ihre Entscheidung damit, dass sie wollte, dass ihr Mann sich ungestört von seiner Operation erholen könne. Jetzt bedauerte sie ihr Schweigen, da der Fremde zurückgekehrt war und ihren Mann erschossen hatte. Sie war der Auffassung, dass, hätte sie den ersten Übergriff zur Anzeige gebracht, der tödliche Vorfall möglicherweise hätte verhindert werden können. Darüber hinaus appellierte sie an andere Frauen, sexuelle Gewalttaten der Polizei zu melden, um zu verhindern, dass sie ähnliche Fehler wie sie selbst machten. Anfangs vermuteten die Ermittler einen zufälligen Einbruch als Ursache des Vorfalls. Weiterführende Untersuchungen offenbarten jedoch das Vorliegen eines nicht gemeldeten sexuellen Übergriffs sowie ein familiäres Umfeld, das von Konflikten und Zerwürfnissen durchzogen war. Wer ist der Mörder von Roy McCaleb? Ist es möglicherweise der rätselhafte Mann ohne Schuhe, der Roy McCalebs Frau zweifach vergewaltigt hat? Die Geschichte seiner Frau wirkt eigenartig und unglaubwürdig. Zudem lehnte sie eine ärztliche Untersuchung ab. Andere Familienmitglieder werden ebenfalls als mögliche Verdächtige in Betracht gezogen. Es besteht die Möglichkeit, dass Elton wütend auf seinen Vater war, weil er den Eindruck hatte, dass dieser Carolyn ihm gegenüber bevorzugte. Die Ermittler stehen vor einer Sackgasse, denn es mangelt ihnen an schlüssigen Beweisen für eine fundierte Fallaufklärung. Daher entschlossen sie sich, den Fall vorerst zurückzustellen. Bald jedoch stießen sie auf die Entdeckung, dass Carolyn Crisan Wilson noch rechtmäßig verheiratet war, als sie die Ehe mit Roy McCaleb einging. Die Ermittlungsteams fahnden nach einem unbekannten barfußlaufenden Mann, der als Verdächtiger für die Ermordung von Roy McCaleb in Betracht kommt. Doch auch Monate später gibt es keinerlei Anzeichen für seinen Verbleib. Im Laufe der Zeit begannen die Ermittler, Roys Ehefrau zunehmend unter Verdacht zu stellen. Sie behauptete, 2-mal vom selben Mann vergewaltigt worden zu sein, und bei beiden Vorfällen gab es keine ärztliche Untersuchung zur Bestätigung ihrer Aussagen. Beim ersten Mal gab sie an, sie hätte aus Sorge, ihren Mann zusätzlich zu belasten, auf eine Meldung verzichtet. Beim zweiten Mal erklärte sie, sie sei zu sehr von dem Tod ihres Mannes erschüttert gewesen, um die Tat zu melden. Es tauchten zudem weitere Unstimmigkeiten in ihren Aussagen und dem Fallverlauf auf. Zu Beginn hatte sie ausgesagt, sie hätte alle Türen des Hauses vor dem Schlafengehen verschlossen. Jedoch änderte sie ihre Geschichte, als die Polizeibeamten feststellten, dass es keinerlei Spuren eines Einbruchs gab, und behauptete dann, sie habe eine Tür offen gelassen. Im Laufe der Zeit wurde ihre Schilderung des Vergewaltigungsereignisses immer detailreicher. Unerwartet ergänzte sie ihre Aussage, indem sie behauptete, der barfüßige Eindringling habe sie mit einem Kleiderbügel verletzt. Des Weiteren gab sie an, er hätte flüssiges Wachs auf ihre Haut getropft. Allerdings wies der Kleiderbügel, den sie als Beweisstück präsentierte, keinerlei Blut- oder Hautspuren auf. Sie lehnte die Bitte, sich einem Lügendetektortest zu unterziehen, ab. Im Zuge ihrer Nachforschungen zu Carolyn Crisan Wilson stießen die Ermittler auf einige beunruhigende Fakten. Zunächst stellte sich heraus, dass sie einige Monate vor dem Tod ihres Mannes eine Lebensversicherung auf seinen Namen abgeschlossen hatte.
Doch noch überraschender war die Tatsache, dass sie noch mit einem anderen Mann verheiratet war, als sie die Ehe mit Roy McCaleb einging. Im Februar 1986 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Carolyn Crisan Wilson aufgrund von Bigamie. Die Anklage wegen Bigamie diente als erster Schritt, um genügend Beweise für eine spätere Mordanklage gegen Carolyn Crisan Wilson zu melden. Die Anklage wegen Bigamie gegen Carolyn Crisan Wilson wurde mangels ausreichender Beweise zurückgezogen. Auch der Staatsanwalt kam zu dem Schluss, dass nicht genügend Beweise vorlagen, um eine Mordanklage gegen sie zu erheben. Es gab lediglich Indizienbeweise, die jedoch nicht ausreichend waren, um eine Verurteilung sicherzustellen. Der Staatsanwalt drängte die Ermittler dazu, zusätzliche Ermittlungsergebnisse zu präsentieren, um das Beweismaterial zu festigen. Mit der Zeit verstrichen Monate und daraus wurden Jahre. Doch die Familie hielt an ihrer Hoffnung fest und gab diese niemals auf. Roys Tochter Pam erkundigte sich weiterhin regelmäßig bei den Beamten nach neuen Entwicklungen im Fall. Im Jahr 1988 traf die Familie McCaleb ein weiterer schwerer Verlust, als Elton im Alter von nur 28 Jahren an den Konsequenzen seines genetischen Defekts verstarb. Carolyn ging erneut eine Ehe ein und fand eine Anstellung als Zivilangestellte bei der Polizei in Houston. Ihre beiden Söhne aus der ersten Ehe schlugen ebenfalls diese Laufbahn ein und wurden Polizeibeamte. Über zwei Jahrzehnte ließ Pam die Ermittler nicht zur Ruhe kommen und drängte sie beharrlich, den Fall zu lösen. Im Jahr 2008 zahlte sich ihre Hartnäckigkeit schließlich aus. Die Ermittlungsbehörden willigten ein, den Fall wieder aufzunehmen und die Akten erneut zu untersuchen. Obwohl keine neuen Beweise vorlagen, gab es einen neuen Staatsanwalt im Amt. Und manchmal genügt ein frischer Blickwinkel, um schließlich Erfolge zu erzielen. 23 Jahre nach dem Mord an ihrem Ehemann wird Carolyn Crisan Wilson erneut von den Ermittlern befragt. Sie hielt an ihrer Unschuldsbeteuerung fest und äußerte, sie hätte ihrem Mann oder ihren Kindern niemals etwas derartiges antun können. In ihrer Aussage erwähnte sie, an Lupus erkrankt zu sein und dass bei ihr eine frühe Form der Alzheimer-Krankheit diagnostiziert worden sei. Sie fügte hinzu, dass sie von den Ereignissen der Vergangenheit noch immer traumatisiert sei und in Schrecken versetzt werde, wenn sich jemand von hinten nähere. Sie beschrieb außerdem das Bedürfnis, ständig zu überprüfen, ob alle Türen verschlossen sind. Die Befragung führte jedoch nicht dazu, dass die Ermittler ihren Verdacht gegen sie aufgaben. Die Ermittler waren vielmehr der Meinung, mit ihren Untersuchungen dem Mörder näher zu kommen. Die Ermittlungsbehörden hatten nun eine ziemlich konkrete Vorstellung davon, was in der Nacht des 22. September 1985 geschehen war und rekonstruierten folgende Möglichkeit. Carolyn Crisan Wilson hatte, wie sie anfangs ausgesagt hatte, tatsächlich die Haustür verriegelt. Anschließend fügte sie sich selbst mit dem Kleiderbügel Kratzer zu. Allerdings tat sie dies nicht fest genug, um Blut- oder Hautspuren zu hinterlassen. Sie griff nach der Waffe, die sie unter ihrem Kissen versteckt hatte, und begab sich damit ins Gästezimmer. Dort erschoss sie ihren Mann, während er schlief. Nach der Tat feuerte sie zwei weitere Schüsse im Flur ab, um ihre Geschichte zu untermauern. Dies tat sie, um eine Erklärung für die Schmauchspuren zu haben, von denen sie annahm, dass die Ermittler diese an ihren Händen finden würden. Anschließend kehrte sie ins Schlafzimmer zurück, alarmierte die Polizei und gab vor, ihren Mann tot aufgefunden zu haben. Carolyns Anwalt stellte einen Antrag auf Einstellung des Verfahrens unter dem Vorwand, dass aufgrund des langen Zeitablaufs seine Mandantin sich nicht angemessen verteidigen könne. Er argumentierte, dass ohne das Auftauchen neuer Beweise es keinen triftigen Grund gäbe, sie strafrechtlich zu verfolgen. Daraufhin gab der Richter dem Antrag statt und die Anklage gegen sie wurde daraufhin fallen gelassen. Nachdem Pam 23 Jahre lang unermüdlich für Gerechtigkeit gekämpft hat, scheint nun alle Hoffnung verloren zu sein. 5 weitere Jahre vergehen, doch eine unerwartete Wende bringt den Ermittlern eine letzte Gelegenheit, doch noch für Gerechtigkeit zu sorgen.
Die Ermittler hegen die Überzeugung, dass Carolyn ihren Ehemann Roy McCaleb ermordet und die Schuld einem mysteriösen, barfüßigen Mann zugeschoben hat. Als 2008 endlich Anklage erhoben wird, kippt das Gericht den Fall aufgrund unverhältnismäßiger Verzögerung im Verfahren. Dies bedeutete jedoch nicht, dass Carolyn Wilson von den Ermittlungsbehörden oder dem Gericht für unschuldig gehalten wurde. Es bedeutete lediglich, dass das Gericht der Auffassung war, ihre Rechte seien verletzt worden, weil es 23 Jahre gedauert hatte, bis Anklage gegen sie erhoben wurde. Polizei, Staatsanwaltschaft und Roys Familie fühlten sich in ihrem Rechtsempfinden bestärkt, als einer von Carolyns früheren Ehemännern eine Aussage machte, die neue Einsichten brachte. Es stellte sich heraus, dass Carolyn Wilson mindestens 7-mal verheiratet gewesen war. Ihre erste Heirat fand bereits im Alter von 18 Jahren statt. Der Ehemann, den Carolyn vor Roy McCaleb geheiratet hatte, war ein Mann namens Melvin L. Er gab zu Protokoll, dass das Zusammenleben mit Carolyn schwierig gewesen sei und beschrieb sie als geldgierig. Zudem äußerte er, dass Carolyn eifersüchtig wurde, als er eine engere Beziehung zu ihren Söhnen aufbaute. Eines Tages verschwand sie spurlos mit ihren Kindern und seinem Steuerrückzahlungsscheck über $4.000. Die Ermittler wussten bereits, dass Carolyn eine hohe Lebensversicherung auf Roy McCaleb abgeschlossen hatte. Carolyns Ex-Ehemann gab an, er hätte seit ihrem Verschwinden lange Zeit nichts mehr von ihr gehört. Doch dann, plötzlich und unerwartet, habe sie Kontakt aufgenommen und ihn angerufen. Sie instruierte ihn, gegenüber der Polizei zu schweigen, falls diese ihn kontaktieren sollten, da sie eine große Summe Geld aus einer Lebensversicherung erwarte. Sie drohte ihm, dass, sollte er ihre Pläne durchkreuzen, sie dafür sorgen würde, dass er dafür mit seinem Leben bezahlen würde. Carolyns Ex-Mann hatte jedoch keine Ahnung, wovon sie sprach und war über ihren Anruf zunächst verwirrt. Dieses Unwissen änderte sich erst, als er erfuhr, dass Roy McCaleb ermordet worden war. Carolyn war tatsächlich noch mit ihrem Ex-Ehemann rechtmäßig verheiratet, als sie die Ehe mit Roy McCaleb einging. Wäre die Gültigkeit ihrer Ehe mit Roy McCaleb angezweifelt oder für ungültig erklärt worden, hätte die Versicherungsgesellschaft die Summe möglicherweise nicht ausgezahlt. Am Ende spielte es keine Rolle, ob der Ex-Ehemann aussagte oder nicht, denn Roys Familie beabsichtigte, die Auszahlung der Versicherungssumme zu verhindern. Die Versicherungsgesellschaft forderte einen Lügendetektortest, den Carolyn, wie bereits bei den polizeilichen Ermittlungen zuvor, erneut ablehnte. Nach 2,5 Jahren des Gerichtsstreits zahlte die Versicherung eine reduzierte Summe aus und überwies mehr als die Hälfte davon an Roys Kinder. Carolyn Wilson hätte aus der Lebensversicherung eine Summe von $198.000 erhalten können. Doch letztendlich musste sie sich mit einer deutlich geringeren Summe von weniger als $19.000 begnügen. Nach 5 Jahren der Berufungen wurde die Entscheidung zur Abweisung der Mordanklage endlich von einem Richter aufgehoben. Carolyn Chrisanne Wilson wurde vor Gericht zur Verantwortung gezogen. Diesmal im vollen Bewusstsein dessen, was auf sie zukommen würde, entschieden sich Carolyn und ihre Anwälte für einen Deal mit der Staatsanwaltschaft. Carolyn war mittlerweile 71 Jahre alt und befand sich gesundheitlich in einem schlechten Zustand. Zudem litt sie an Frühstadium Alzheimer. Sowohl die Verteidigung als auch die Anklage waren sich bewusst, dass ihnen nicht mehr viel Zeit blieb. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung kamen überein, dass Carolyn zum Zeitpunkt der Tat zurechnungsfähig war. Infolgedessen entschloss sich Carolyn, ihre Tat zu gestehen. Im Gegenzug für ihr Schuldgeständnis wurde Carolyn zu einer Haftstrafe von nur 6 Monaten verurteilt. Die Familie war über das milde Urteil nicht erfreut und fühlte sich im Stich gelassen. Doch trotz der Enttäuschung über die milde Strafe waren sie erleichtert, dass Carolyn Chrisanne Wilson ihre Tat endlich eingestanden hatte. Für Roys Tochter Pam war das Eingeständnis von Carolyn bedeutender als jedes andere Detail des Rechtsstreits. Pam äußerte in einer Stellungnahme Folgendes:
Carolyn, du hättest eine viel härtere Strafe verdient. Hier auf Erden hat das Gericht versagt. Doch bald bist du in Gottes Händen und er wird dir für den Tod meines Vaters die gerechte Strafe erteilen. Am 23. Oktober 2013 wurde Carolyn Crisan Wilson zu 6 Monaten Haft und 10 Jahren auf Bewährung verurteilt. Liebe Community, mit diesen Worten schließe ich unsere heutige Fallakte. Lasst mich eure Gedanken und Meinungen im Kommentarbereich wissen und teilt eure Meinungen zum heutigen Fall. Wenn ihr diesen Fall spannend fandet, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und teilt es mit euren Freunden. Bis dahin bleibt neugierig und inspiriert. Ich bin eure Unbelievable. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.